auch wenn wir uns in Europa umschauen, sich maßvoll verhalten. Also die immer wieder gehörte Behauptung, Deutschland sei hier also als Geisterfahrer unterwegs oder niemand würde das tun, das entspricht nicht der Tatsache. Viele Länder haben entweder noch permanente Regelungen, die teilweise sehr viel schärfere Grundrechtseingriffe ermöglichen. Und viele europäische Länder bereiten jetzt auch gesetzliche Grundlagen für den Herbst-Winter vor. Niederlande, Frankreich, Finnland. Also viele Länder sind genau in der Debatte, in der wir... So, Herr Buschmann. Niederlande und Frankreich. Dann schauen wir doch mal. Niederlande. Unten könnt ihr es nachlesen. Frankreich. Unten könnt ihr es nachlesen. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wage ich mal zu behaupten, dass diese irrsinnigen Regeln nur noch in Deutschland gelten. Und es liegt an uns, ob wir dabei mitmachen oder nicht. Ich für meinen Teil, ich bin raus.